Willkommen zurück, mein Name ist Nick und in diesem Video besprechen wir Musteraufgaben zum Volumen des Würfels. In der ersten Aufgabe ist ein Würfel gegeben mit der Kantenlänge von 4 cm und wir suchen das Volumen dieses Würfels. Diese Aufgabe möchte ich auf drei verschiedene Varianten mit euch machen. Und zwar beginnen wir damit, dass wir die Volumen ist gleich Grundfläche mal Höhe Formel verwenden werden. Das heißt, V ist gleich G mal H. Wir berechnen also zuerst die Grundfläche von diesem Würfel. Das war diese Fläche hier unten. Und dann berechnen wir dann, was die Grundfläche mal der Höhe ist, um das Volumen zu bekommen. Die Grundfläche also lautet 4 mal 4, denn unsere Kantenlänge hier unten beträgt 4 cm und 4 cm und erhalten somit eine Grundfläche von 16 Quadratzentimetern. Achtung, wir haben hier mit einer Fläche zu tun, deswegen haben wir hier Quadratzentimeter. Um das Volumen zu bekommen, müssen wir jetzt die Grundfläche mal der Höhe rechnen. Das heißt, wir rechnen 16 mal 4 und das ergibt 64. Also hat das Volumen 64 Kubikzentimeter. Achtung, das war eine Fläche, Quadratzentimeter. Hier haben wir ein Volumen, also Kubikzentimeter. Die Antwort also lautet, das Volumen beträgt 64 Kubikzentimeter. Das Ganze kann man aber auch auf eine andere Art lösen. Und zwar kann man sagen, wie wir bereits vorher besprochen haben im Einführungsvideo, das Volumen des Würfels kann man berechnen, indem man die drei Kanten A mal A mal A, also Länge mal Breite mal Höhe berechnet. Das heißt, V ist gleich 4 mal 4 mal 4 und das ergibt genauso V ist gleich 64 Kubikzentimeter. Die dritte Variante ist vielleicht noch nicht allen von euch geläufig, denn wir brauchen dafür die Potenzschreibweise. Denn man kann auch statt a mal a mal a, kann man auch schreiben a hoch 3. Das heißt, das Volumen V ist gleich 4 hoch 3. Und 4 hoch 3 ergibt auch in diesem Fall ein Volumen von 64 Kubikzentimetern. In allen drei Fällen natürlich lautet die Antwort, das Volumen beträgt 64 Kubikzentimeter. Bei der nächsten Aufgabe suchen wir die Kantenlänge eines Würfels und wir wissen das Volumen dieses Würfels. Das Volumen des Würfels können wir mit a mal a mal a berechnen und da das Volumen 27 Kubikzentimeter hat, können wir schreiben 27 ist gleich a mal a mal a. Das heißt, wir haben hier eine Zahl, die wir noch nicht wissen, die dreimal mit sich selbst multipliziert 27 ergibt. Das heißt, wir überlegen uns, welche Zahl kann das sein, die, wenn ich sie dreimal mit sich selbst multipliziere, 27 ergibt. Versuchen wir es mal mit a gleich 2, dann hätten wir 2 mal 2 mal 2 und das ist 8. Und 8 ist aber leider zu wenig, wir wollen ja 27. Versuch Nummer 2, was wäre, wenn wir 4 nehmen? Also 4 mal 4 mal 4, das liefert aber 64 und das wiederum ist zu viel, wir wollen ja 27. Versuch Nummer 3, was wäre, wenn a 3 ist? 3 mal 3 mal 3 liefert 27 und das ist genau die Zahl, die wir suchen. Und deswegen können wir sagen, unsere Kantenlänge beträgt 3 cm. Und damit ist auch der Antwortsatz, die Kantenlänge unseres Würfels beträgt 3 cm.